traurig, dass in Zeit so viel abgerissen wird. Es müsste irgendwas gebaut werden, aber leider. Ja, ich habe in der Kreisstraße Nummer 3 gewohnt, 3a. Mein Name ist Rosenheinrich Bernd. Die Kreisstraße von Grana, eines der mit meisten Einwohnern bestückten Leute, hatten hier ihre Heimat. Jetzt sind bloß noch dann zwei Häuser noch vorhanden. Ich bin seit 1941 bin ich geboren und die ersten 5 Häuser wurden schon vor 5-6 Jahren weggerissen. Jetzt geht es den anderen 2, die in den 60er Jahre gebauten Blöcke, jetzt auch zum Ende entgegen. Wer hier geboren wurde, der weiß gar nicht mehr so, was hier früher alles war. Hier sind ja Straßenzüge weggekommen, hier sind Scheunen weggekommen, Baracken weggekommen. Ja, das ist aber der Lauf der Zeit. Südzucker wird das schon in die richtigen Bahnen leiten. Ja. Ja. Und aber vom Feld her hier ist kein Damm. Ja, also da ist nichts gemacht. Und dann kommt das Wasser rückwärts über die Felder reingelaufen. Ja, der kleine Damm vorne wird mittlerweile auch überflutet sein. Das ist der Waldfrieden, die Anlage. Und unseres ist ja älter. Ja. Ich aber noch nicht am tiefsten. Die Anlage, die hat eine Senke. Weiter hinterwärts, ich habe sie mir im zweiten, im dritten Garten von hier. Weiter hinter geht es immer tiefer, also die sind noch tiefer dran. Also die haben da über einen halben Meter.